Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Let's Trade to Royce. Und ja, ihr seht schon an der Transferliste, wir haben einiges verkauft und zwar den Informbote, wie ihr auch oben am Münchenstand seht, denn jetzt haben wir 25.774. So, und da seht ihr auch schon, haben wir die nächsten Deals gemacht, nämlich, ja, der Yilmaz läuft gerade noch, aber wir haben hier den Gonzales leider ohne Chemiestil, deswegen können wir ihn nur für 150 Münzen mehr anbieten, also für 850. So, dann haben wir den Demba Ba gekauft mit Chemisier Finisher für 800 Münzen, leider ohne Verträge. Deswegen können wir den auch nur für 150 Münzen mehr anbieten. Aber dann Mariappa, ein richtig guter Trading-Spieler Silber, für 2500 Münzen gekauft. Ein richtiges Schnäppchen können wir locker für 5000 Münzen anbieten. Sogar noch für 5200. Ich frage mich, warum ich ihn hier nur für 4900 Münzen angeboten habe. Aber macht ja auch nichts, denn wir konnten den Profit damit fast verdoppeln. Und ja, jemals ist nichts mehr geworden. Am Ende haben wir nicht mehr bekommen. So, und da seht ihr auch schon, wir haben die ganzen Spieler hier auf der Transferliste. Schalke Wappen, Gonzales, Dembaba, Mariappa, Samaras und Darquinho. Ja, und bei Mariappa habe ich was falsch gemacht. Da wollte ich ihn nämlich für 3 Stunden anbieten, habe ihn aber nur für 1 Stunde angeboten. Aber soll nichts machen, denn Mariappa kann man auch mal getrost für 1 Stunde anbieten und der geht trotzdem weg. So, Samaras und Darquinho, da ist es was anderes. Die bietet man besser für 6 Stunden an. So, und da seht ihr auch schon, haben wir alle verkauft, also ziemlich viele verkauft, nämlich Bar-Mariappa, Arquinho und der Schalke. Nur noch Samaras und Gonzales sind auf dem Markt. So, hier, Dembaba haben wir für die geforderten 59 verkauft, hätten wir vielleicht nur noch auf 1000 setzen können. Mariappa hätten wir locker noch höher setzen können, haben wir direkt für 4900 verkauft, Arquinho für 3900 und das Schalke-Wappen hier für 150. So. Ja, Mariappa ist wirklich, mit dem kann ich immer richtig gut traden. Also bitte nehmt ihn mir jetzt nicht weg und tradet alle mit dem. Das wäre nämlich ziemlich ärgerlich für mich, weil dann funktioniert es bei mir nicht mehr. Und ja, Samaras ist mein Sorgenkind. Das kriege ich schon ewig nicht weg. So, da seht ihr jetzt auch, Gonzales habe ich wegbekommen und Samaras ist immer noch am Laufen. Und also ich weiß echt nicht, was ich mit dem machen soll. Ich muss da richtig vom Preis runtergehen. Vielleicht biete ich den dann nur noch für 1500 Sofortkaufpreis an. Mal gucken, was wir da, ob wir den loskriegen. Und da seht ihr auch schon, Hahn habe ich gekauft. Da will ich den Preis bestimmen. Ich kaufe mir nämlich alle Hahns auf, die es auf dem Transfermarkt gibt. Und ich habe mir einen Bonbon mit Architekt gekauft, den ich dann für 150 Münzen mehr anbieten kann. Ist kein beliebter Spieler, aber ich versuche es einfach mal mit ihm hier. Und ja, da seht ihr auch schon, habe ich hier ein Pack von EA bekommen, weil ich mich an der in der Web-App eingeloggt habe. Und Samaras und Balmor sind immer noch nicht weggegangen. Da habe ich nämlich ein Buster bekommen drin, wo ich jetzt mal gucke, wie viel der wert ist. Aber ihr werdet sehen, der ist nicht viel wert. Der ist nämlich nur ungefähr circa 400 Münzen wert, so um den Dreh. Was natürlich nicht besonders cool ist. Fand ich ziemlich ärgerlich, aber. Sorry. Macht ja nichts, hätte ich mir schon denken können. Und ja, ich weiß nicht, ob man es draußen gehört hat. Jetzt ist heute der 30. Morgen ist Silvester. Da knallen manche schon. Und ja, Buster biete ich dann auf jeden Fall für 450 Münzen hier mal an und guck, ob der weggeht. Bianchi hätte ich mir schon denken können, dass der nicht viel wert ist. Habe ich ihn mal für 500 angeboten. Brouwer spielt bei Gladbach in der Bundesliga, habe ich auch mal für 500 direkt Kauf angeboten. Und dann Hadaesung oder wie der ausgesprochen wird, Hadaesung oder so, habe ich dann mal auf dem Transfermarkt nachgeguckt, ist leider auch, war da ziemlich viel wert sogar, habe ich dann, also der liegt dann immer so bei 2700, wie ihr da schon seht, 3000, also ziemlich viel wert, der Silberspieler da, aber es hat keiner auf ihn geboten und dafür, dass ich ihn umsonst bekommen habe. Ich wollte ihn auf jeden Fall loswerden und dann habe ich mir gedacht, biete es den mal als einziger ein bisschen billiger an für 1900 Sofortkaufpreis und 750 Startpreis, wenn ja keiner haben wollte. Und ja, 1900 Startpreis, 1 Stunde habe ich wieder verpeilt auf 3 Stunden zu stellen. Und ja, halt diese Emblems, Wappen, whatever, kann man eigentlich kaum verkaufen, genauso wie Trikots. Und ja, dann habe ich alle angeboten und auf der Beobachtungsliste habe ich noch 3 Hans, die abgelaufen sind und einer ist noch am Laufen und ein Polanski, bei dem ich überboten wurde. Und ja, da seht ihr schon, die Hans, die kaufe ich alle auf mit der Zeit
und werden wir dann ein richtig geiles Monopol führen und den Preis bestimmen, weil die anderen uns dann anpassen werden. Und mal gucken, ob da welche weggehen, sonst werde ich das ganz schnell wieder lassen. Also alle um die 1900, 1000, um die 900, 1000, so um den Dreh. Und ja, mal gucken, ob da was weggeht, weil ist ja eigentlich kein schlechter Spieler. So, und ziemlich selten auch noch. Polanski habe ich einfach mal mitgeboten, weil der für 4000 teilweise weggeht. Habe ich aber nicht bekommen, kann ich euch sagen. Und da seht ihr schon, es gibt nur noch einen Hahn normal, der noch einen Tag 8 Stunden drauf ist. Und ja, sonst sind alle auf meiner Transferliste. Jetzt werden wahrscheinlich schon wieder neue da sein, wenn ich hier nach Dings, jetzt komme ich nicht, wenn ich hier nach spreche. Und ja, auf jeden Fall, Ha-Dae-Sung ist aus der K-League von FC Seoul. Und ja, dann habe ich hier noch einen richtig coolen Deal wieder gemacht. Mariappa für 4.500 gekauft, Sofortkauf. Manchmal sind da richtige Schnäppchen bei für 5.100 angeboten. Würden wir halt immer noch 600 Münzen mit Gewinn machen. Mit Mariappa funktioniert das nämlich teilweise immer gut. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich Spieler finde zum Traden. Und ja, da suche ich nach Goldhawk und dem maximalen Preis von 600, um nicht seltene Goldspieler zu finden, weil mit denen kann man teilweise auch gut traden. Und jetzt ist da wieder der schicke EA-Server, ne? Ihr wisst ja, EA hat nicht die besten Server und das merkt man gerade auch wieder. Weil jetzt, wenn ich 50 Münzen einfach hochgehe und suche, finde ich auf einmal tausende Spieler, die auch unter 600 Münzen noch angeboten werden, dafür 450 zum Beispiel. Also, ne, die EA-Server nicht die besten. So, und jetzt suche ich nach Spielern aus einer guten Liga und mit guten Tempowerten vor allem. Hier zum Beispiel Ben Arfa, der ist richtig gut, Barclays Premier League. Mit einem Hawk Chemie ist hier 11 Verträge hier. Und ja, da kann man sicherlich, und 83 Tempo trotzdem noch, kann man sicherlich gut Gewinn machen. Habe ich mal 600 drauf geboten, hat am Ende aber nicht geklappt. Denn hier Rodriguez, 450 sofort, 450 wurde drauf geboten. Habe ich mir überlegt, das zu machen, habe ich es dann aber sein gelassen, weil ich meine, Primera Division. Habe ich dann sein gelassen. Und dann Luis Fabiano, da war der Sofortkaufpreis viel zu nah am Startpreis. Hier Mertens von Napoli aus der Serie A mit einem Hawk-Chemie-Stil, habe ich mal beobachtet. Dann Lahm, da wird der Preis natürlich noch in die 30.000er Höhe gehen, deswegen brauchen wir da gar nicht erst versuchen mitzubieten. Hätten wir natürlich machen können, hätten 26.000 drauf bieten können, aber warum? Da bin ich mir nicht sicher, ob wir den dann für mehr wegkriegen. Das können wir später vielleicht mal ausprobieren, alle aber genauso. Und bei Alaba und bei Baines, obwohl der 88 Verträge hat, ne, als Abwehrspieler Hawk, das will keiner. Da will man irgendwie Gladiator oder so drauf haben. Das weiß ich. Und ja, dann hier habe ich noch einen Quintero auf die Beobachtungsliste getan mit dem Hawk. Chemie ist hier zentraloffensiv, 84 Dribbling. Das sollte weggehen für ein bisschen Geld, der Typi. Und ja, hier Hahn für den einen Tag, das ist der letzte Hahn, den es zu der Zeit gegeben hat. Und da seht ihr auch schon, Mariappa und Ha-Dae-Sung sind weggegangen. Mariappa für 5.100 hätten wir wieder für mehr anbieten können. Mariappa geht einfach immer direkt in der ersten Stunde weg und Ha-Dae-Sung ist für 750 weggegangen. Da wollte einer mal zuschlagen und gucken, ob er den vielleicht teurer verkaufen kann. Mir soll es recht sein, ich habe ihn umsonst bekommen. 750 Münzen Gewinn, das ist in Ordnung. Und ja, hier ist noch ein Hahn, den wir noch anbieten können. Für 6 Stunden machen wir mal und dann gucken wir mal, ob der weggeht. Das Ganze werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielleicht schaffen wir ja mal ein paar Likes hier und ja, ich meine, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss.